Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Prince of Persia Video. Im letzten Video haben wir die Nebenquest der Deserteur abgeschlossen und hier für den verlorenen Krieger einen Soldaten befreit. Jetzt geht's weiter. Ah, zudem haben wir auch einen Bogen freigeschaltet, was sehr nice war. Jetzt habe ich mir vorgenommen, hier in diesem hirkanischen Wald die restlichen Sachen zu looten. Da bin ich mal gespannt, ob wir alles finden werden. Bin auf jeden Fall sehr zuversichtlich. Bin ich mal gespannt. Also hier unser Bogen. Wir haben 10 Pfeile. Darf man nicht vergessen. Ist nicht viel. Aber man kann die hier auffüllen. Oh, das war aber jetzt ein Fehler. Ah, das kommt wieder. Okay, nice. So, zack. Jetzt können wir viel weiter kommen. Oh, das war zu langsam. So, zack. Zack. Und ab geht's. Weiter geht's. Zack, zack. Nice. Jetzt sind versperrte Bereiche auch zugänglich. Aha. Aha. Was gibt's hier? Geht's jetzt mal weiter? Wir gehen jetzt mal runter. Wack, wack, Baum. Amulett. Ah, wir haben ein neues Amulett, ne? Was ist das? Wandelt einen kleinen Teil des Elitenschadens in Atrom? Nee. Wollen wir nicht? Zurück. Was haben wir noch hier? Oh. Geht's weiter. Wer bist denn du? Ist Menolias nicht bei... Wir wurden getrennt. Wieso? Es ist seltsam. Ich habe eine andere Version von mir gesehen. Ein Krieger, der... Was redest du da? Ihr seid hier nicht willkommen. Du bist hier nicht willkommen. Wer bist denn du? Ha. Nur eine Bestie, die zu feige ist, sich zu zeigen. Genau. Wo ist sie hin? Ich brenne auf einen echten Kampf. Viel Glück, ich auch. Sargon. Verlier nicht den Verstand. Okay. Mein Lieblingscharakter verzieht sich. Sollen wir auch runterjumpen? Ja, oder? Komm, let's go. Oh. Dürfen wir gar nicht. Hä, okay. Ja, dann ist es so. Dann wieder zurück. Hier am Wackwackbaum heil. Raus. Und dann hier hoch. Zack, 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 zack. Oh. Oh. Das sind ja Gegner. Drecksäcke. Komm her. Hä, ich war gerade in der Luft. War das ein Bug? Echt seltsam aus. Drecksviecher. So. Doch etwas Neues freigeschaltet. Was gibt's hier? Oh, da oben gibt es etwas. Ich komme da aber nicht hoch. Doch. Zack. Kann ich das irgendwie aufschießen? Geht nicht, ne? Ich frag mich, wie das aufgeht. Also kaputt geht es auf jeden Fall nicht. Nee, und zu vergessen, das geht nicht kaputt. Ich brauche irgendwas anderes. Das ist schon die zweite Stelle. Moment, wir markieren das mal. Zack. Wow. Vision eingeprägt. Ich gehe jetzt runter. Da ist was. Aufheben. Sammelgegenstand erhalten. Die Umarmung des Atra. Atra, die ewige Essenz. Die bindende Macht, die das Gewebe des Kosmos flechtet. Beherrscht uns alle. Es ist die Flamme, die brennt und gleichzeitig unverbrannt ist. Es ist die Essenz der Existenz selbst. Ihre Präsenz und ihr Segen erstrecken sich über die gesamte Schöpfung. Das heißt, das Leben sei nur eine Verschmelzung von Atra. Ein stäbliches Wesen, das gedeiht und mit sich im Reinen. Es verkörpert eine dynamische und harmonische Vereinigung der verschiedenen Aspekte des Atra, die unsere Essenz ausmachen. Es umfasst sowohl die greifbare als auch die nicht greifbare Welt. Ob materiell oder es durchdringt alle Arten von Wesen. Atra brennt stets in unserem Geist und tanzt in endloser Metamorphose, während es von einem Aspekt zum nächsten übergeht. Es schwillt weder an noch nimmt es ab. Vielmehr unterzieht es sich ständigen Transformationen zu seinen zahllosen Manifestationen. Indem wir die Kadenz des Atra-Flusses erkennen, ermöglicht sich uns Übungen und Therapien, die denen, die danach streben, stabil und langes Leben gewähren. Radimon kam ja Priester des irgendwas. Interessant.
Hallo? Was ist los? Hallo? Was war denn da jetzt los? Ist aber seltsam. Naja. Es läuft. Oh, da oben gibt es noch etwas. Habe ich noch gesehen? Ist unsere Aufnahme abgebrochen? Nö. Nimmt noch auf. Oh, das ist ein Gegner. Ich dachte, das ist ein Kollege. Der ist verschwunden. Drecksack. Mehr. Ey, der meint's voll ernst. Oho. Nein. Scheiße. Zack. Sieh mir den erstmal. Wenn ich mal hochkommen könnte. Und zack. Und noch ein Versuch. Aber. Ich bin tot. Wie kann man so bescheuert sein? Wie kann man so bescheuert sein? Nein! Alles wegen diesen verdammten Fliecheviechern hier. Schnell weg. Ignorieren wir die mal. Das sind viel zu viele. Zack, zack. Und weiter geht's. Nein! Komm her! Drecksack! Wie du haut aus! Wie du haut ab! Jawohl! Nein! Manchmal drücke ich viel zu viele Tasten gleichzeitig. Hier. Bleib stehen! Wohin kommen wir hier? Das verbindet die Seite. Okay. Dann gehen wir erstmal dahinter. Zack. Zack. Damit dann Kristallen. Dahin. Nice. Okay, das sind nur Pfeile. Wieso bekommen wir hier Pfeile? Zum Grund? Ist doch seltsam. Das ist seltsam, Leute. Muss doch einen Grund geben. Okay, keine Ahnung. Zack. Wieso haben wir wohl Pfeile bekommen? Oh! Das ist ja cool. Habe ich ja gar nicht gedacht. Oh mein Gott. Okay, jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir tatsächlich hier angekommen. Da hinten ist noch etwas. Wieso kann ich es mir nicht anschauen? Ah, doch, geht. Man muss einmal komplett rein, sonst funktioniert das nicht. Also, hier ist etwas und da ist etwas. Dann gehen wir erstmal hier runter. Schauen mal, was wir da vergessen haben. Genau hier. Oh mein Gott. So sind so viele Gegner. Digga. Haha, der eine ist weg. Komm her. So, weiter geht's. Genau hier lang. Zack. Zack. Oh, hier ist was. Hallo, Sargon. Karte kaufen. Nehmen wir. Vulkanischer Wald, Karte kaufen, yes. Verleih mir dein Auge des Wanderers. Ich ergänze die Informationen, die ich über dieses Gebiet habe. Cool. Das ist cool. Okay, da oben geht's weiter. Da sind wahrscheinlich noch mehr Sachen. Ah, interessant. Was hast du noch für mich? Hallo, Sargon. Hallo. Viele Kreaturen fürchten diesen. Er scheint sich sehr verändert zu haben. Zur Sonnenwende haben die Leute in diesem. Wie lange ist der Wald schon verdorben? Die Königin des Waldes kam, kurz nachdem die Zeit zersprang. Sie brachte den bösen Wind. Okay, mehr gibt's nicht. Aber cool, dass wir die Karte bekommen haben. Lass mal gucken. Ja, viel hat es mir nichts gebracht. Also, ich weiß, dass es hier oben weitergeht.
Aber mehr hat es mir nicht gebracht, oder? Uns fehlen noch 3 Schätze. Eins von dem und eins von dem. Was auch mehr das ist. Zack. Wieder zurück. Zack, zack, zack. So, wir müssen jetzt hoch. Nee, wir müssen dahinter. Wack, wack. Füllt auch unsere Pfeile auf, deswegen ist es gar nicht mal so schlecht, zum Wack-Wack zu gehen. Nee, dahin. Jawoll. Jetzt sind die oben. Wir siegen erstmal den hier. Nochmal auffüllen. Hoch. Nein! Nein! Ich bin so dumm. Das wäre so einfach gewesen. Aber hinten geht's auch weiter. Schaut euch das mal an. Komm ich da hin? Ich will da hin. Oder bin ich von dort gekommen? Nee, kann nicht sein. Ich krieg das aber nicht hin, da hinzugehen. So, lass dir Zeit, Ufi. Rüber. Okay, das ist hier. Aber viel mehr ist es nicht. Zack, weg mit dir. Ja, viel mehr ist es nicht. Es sei denn, da unten gibt es etwas. Schauen wir mal. Nee, hier gibt es nicht. Scheiße. Nicht schön. Oh. Bin. Schlechtes Timing, aber wir haben es geschafft. Gar nicht mal so schlecht. Jetzt. Alter. Wie habe ich das gemacht? Also Gameplay macht Spaß. Zack. Zack. Oh. Nein. Nein. Alter. Piss dich. Mal gucken, ob man mit den Pfeilen die besiegen kann, aber ich glaube, man braucht viel zu viele Pfeile. Ich bin gestorben, weil ich unfassbar dumm bin. Was waren das für Movements gerade? Ey, gibt's doch gar nichts. Dieser von vorne. Jetzt mal den hier besiegen. Dann weiter. Zack. Zack. Rüber. Komme ich hier so hoch? Yes. Da muss ich gar nicht rüber. Nice. Kann er den unter Luft schlagen? Bestimmt, oder? Boah, ausgewichen. Oh mein Gott, sind 2 jetzt. Nein. Digga! Piss dich! Digga! Piss dich doch! Oh mein Gott! Wenn ich jetzt sterbe, ne? Kotze ich! Ich bin tot! Nein! Oh, ich wäre nicht gestorben! Wäre ich einmal ausgewichen! Ich verliere auch die ganze Zeit Kristalle, darf man auch nicht vergessen! Eine wichtige Währung, die wir verlieren die ganze Zeit. Go. Zack. Jawohl. Und ab geht's. Jetzt bitte kein Mist bauen. Erstmal den hier besiegen und dann den anderen. Ciao. Oder wir ziehen einfach ab.
Ja, auch eine Möglichkeit. Weil hier sind wir schon zusammen gestorben, kein Bock mehr. Aha. Kommen wir hoch? Aber was ist da unten? Unten ist bestimmt auch etwas. Kann ich in der Luft schießen? Nein, ja? Hm. Ich weiß nicht, wollen wir es probieren? Ich habe aber Angst irgendwie. Egal, wir schauen uns erstmal hier um. Weil hier ist, glaube ich, auch etwas. Hier ist was? Aber ist noch nicht aktiv gewesen. Quackbaum? Sonst nichts. Hier hinten gibt es etwas. Neuen Ort entdeckt. Soma-Baum. Das ist ein komplett neuer Ort, Alter. Ich komme hier aber nicht weiter. Okay, ich komme hier nicht weiter. Wieder weg. Brauchen wir bestimmt wieder irgendeine Fähigkeit, die wir noch nicht haben. So, zurück mit uns. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Da unten möchte ich aber noch hin, Leute. Da unten möchte ich noch hin. So, schauen wir mal. Wenn ich das anschieße, was passiert? Da ist etwas. Ah, damit ich hochkomme. Okay. Keine Gefahr. Was ist hier? Hier ist nix. Komme ich nur zurück. Okay. So, wir müssen ihn wieder hoch. Zack, da ist es. Wie komme ich aber da rein? Das ist doch viel zu klein. Wir probieren es einfach mal. Hä? Irgendwie muss ich doch da rein. Hm. Kann ich irgendwann kleiner werden? Oder ist es an? Ich hab's mal kaputt gemacht, was auch immer das war. Ich komme da nicht rein, Leute. Keine Ahnung, wie man da reinkommt. Ah, ich weiß wie. Ich bin doch so dumm. So, zack. Zack. So. So läuft das. Wir sind hier und haben die nächste Truhe. Okay, nur Kristalle. Danke für nichts. Hat sich fast gar nicht gelohnt. Wir müssen da hin. Nee, eine Sekunde. Zack. Hä, wie soll ich da hoch jetzt? Komme ich überhaupt noch hoch? Nee, ich komme, glaube ich, gar nicht mehr hoch. Nee. Da müssen wir wieder... Kann ich nicht dahin teleportieren irgendwie? Nee, geht nicht. Ich überlege gerade, wie bin ich denn überhaupt hier hochgekommen? Aus welcher Richtung? Ich bin gerade ein bisschen irritiert, wie bin ich denn überhaupt dahin gekommen? Weil wenn ich mir den Weg ansehe, dann gibt es nur diesen Weg. Aber ich bin doch anders dahin gekommen. Bisschen verwirrt. Hm. Irgendwie muss das aber funktionieren. Komm, noch ein Versuch. Noch ein Versuch. Was, wenn ich darüber... Zack, zack. Wird das funktionieren? Wir probieren es mal. Aber ich komme da nicht hoch.
unfassbar blöd bin. Jetzt haben wir es. Da haben wir das Ding. Oh mein Gott. Zack. Let's go. Ein Fisch. Oh. Schon wieder so ein Ding. Komm her. Ey, die Nerven. Und hat er mich. Da hat er mich. Komm her. Digga. Das verfolgt mich. Okay, man kann es abwehren. Good to know. Kann's abwehren. Aber ich schieß den jetzt weg. Ciao. Wenn wir hier schon kostenlose Pfeile haben, dann benutzen wir das auch. Da gibt es nichts. So eine Falle. So, ich erwarte hier etwas richtig Gutes jetzt. Egal. Du lebst. Und das erstaunt dich irgendwie? Ich fand deinen Bogen. Hm. Verschiedene Möglichkeiten, die sich alle gleichzeitig entfalten. Das ist besorgniserregend, aber wenigstens ist mein Bogen in guten Händen. Anahita bringt Rassan auf die Spitze der Zitadelle. Genau. Zum Simurgh-Tor. Bevor ich's vergesse, mein Bogen hat einen weiteren Zweck. Sieh ihn dir mal genauer an. Wir sehen uns oben. Okay. Neue Fähigkeit freigeschaltet. Menolias Chakram. Ein Fernkampfwaffe, die zu Sargon zurückkehrt, wenn sie geworfen oder halte rechte Maustaste gedrückt, um präzise mit dem Chakram zu zielen. Das probieren wir jetzt aus. Und was macht das? Oh, das ist richtig cool. Aber was bringt es mir? Kann ich damit irgendwas kaputt machen? Probieren wir es mal. Eine Sekunde. Vielleicht diese blauen Dinger. Kann ja sein. Chakram. Also diese Dinge hier. Nee, okay. Ich will mich hier noch umschauen, aber... Ah, eine Sekunde. Geil. Cool. Gibt es da unten etwas? Ich glaube, da unten gibt es noch etwas. Scheiße, ich muss mir jetzt anschauen. Mehr diese Lootsucht. So. Da ist was. Nein. 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 Ah, toll. So sinnlos. Alter. Gott sei Dank. Zack. Weiter geht's. Weiter geht's. Da sind wir. Was ist das? Vor Prophezeiung. Hier kreuzen sich drei Schicksale. Da haben wir das jetzt voll, oder? Hier diese Prophezeiung. Zack. Oh mein Gott, schon wieder. Sind wir oben? Nice. So, wir sind jetzt in der Unterstadt angekommen. Hier ist noch so viel. Hier muss ich auf jeden Fall noch und dahinter muss ich noch. Und hier muss ich mir noch merken. Schade, dass man diese Schnellreise nicht aktivieren kann. Naja, egal. Zack. Zack. Oh. Ich will da hoch.
Aber ein Fehltritt und ich sterbe. Ich hab's aber geschafft. Zack. Ich weiß wie. Nice. Was ist das? Wertgegenstand erhalten. Blauer Damaszenerband. Seltenes Metall mit blauer Färbung wird als Verbesserungsmaterial verwendet. Eine uralte Technik, die in einigen Schmieden noch immer angewendet wird. Nice. Das hört sich doch gut an. So, einmal zurück. Gleich sterben. Hier oben ist noch etwas. Zack. Super Zeitpunkt für den Wack-Wack-Baum. Sammelgegenstand erhalten. Jagd auf den Menschenfresser. Boah, das ist so ein Riesentext. Lesen wir uns das mal vor, aber... Als ich mit ansehen musste, wie mein einziger Sohn von dieser abscheulichen Kreatur verschlungen wurde, ist die Rache zu meinem Lebensinhalt geworden. Ich werde einen Weg finden, dieses Monstrum ein für alle Mal auszulöschen. Diese Kreatur, der Manticore, ist ein widerlicher Menschenfresser, ein mächtiges Hybridwesen mit dem Körper eines Löwen, dem Kopf eines Menschen und dem Schwanz eines Skorpions, der tödliche Giftstacheln verschießt. Ein toter Mensch reicht nicht, um seinen Hunger zu stillen. Auf seiner blutigen Jagd reißt er gnadenlos ein Opfer nach dem anderen. Ich muss einen Weg finden, ihn zu erlegen, bevor ihm noch mehr aus unserem Dorf zum Opfer fallen. Auch wenn der Mensch zweifellos seine Leibspeise ist, macht der Manticore auch vor unserem Vieh nicht halt, wodurch er uns zu Armut und Hunger treibt. Wie können wir überleben, wenn er unablässig Jagd auf uns macht und uns jede Lebensgrundlage nimmt? Der Manticore gilt als unverwundbar, doch ich werde einen Weg finden, seiner schändlichen Existenz ein Ende zu machen. Ich muss es tun für meinen Sohn, um ihm ewigen Frieden zu schenken. Ich bin es leid, mich zu verstecken. Wir müssen aufstehen und kämpfen. Morgen werde ich eine Gruppe tapferer Jäger zusammentrommen und gemeinsam werden wir diese brutale Bestie töten, die unser Land plagt. Mein geliebter Sohn, ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um deinen Geist zu rächen. Das freut mich doch, dass du so ehrenvoll bist. Komm hier hoch? Nein, ne? Ah. Schade, ich möchte gerne da hoch. Ich glaube, wir werden irgendwann weiter hochspringen können. Aktuell läuft es nicht. Also hier oben ist definitiv etwas. Machen wir mal hier eine Vision. Und gehen weiter. Ah! Hallo! Hallo, hallo, hallo! Wie geht das nochmal? Ich habe doch gelernt, wie man ein Schiff besiegt. Ich habe es aber voll vergessen. So, zack. Da ist jemand. So. Ich dachte, das ist ein Kollege. Aua. Ich bin tot. So sinnlos gestorben wieder mal. So sinnlos gestorben. Digga. Ich glaube, man kann die zerstören. Kann ich die auch so zerstören? Ich will mal gucken, ob ich den so attackieren kann. Ich treffe ihn nicht. Aua. Ausgewichen. Nicht mehr ausgewichen. Heilen. Zack. Oh oh. Digga, einer reicht doch erstmal. Ich bin tot. Junge, 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 Junge. Wieso habe ich das auch auf schwer gestellt? Ich wollte es halt haben, ne? Ich wollte eigentlich einen Pfeil zurückschießen, aber irgendwie funktioniert das nicht. Na egal.
So. Deine Fresse. Nur oh, scheißegal. Digga. Ey. Das kam so unerwartet gerade. Ich glaube, ich muss nochmal schauen, wie man ein Schild direkt zerstört. Ich wusste es. Aber hab's vergessen tatsächlich. Du hast mir so viel Leben! Eieieiei. Ich hab einfach viel zu viel Leben. Und Lebensverlust geschafft. Alter. Zack. Der stirbt einfach nicht, ne? Nein, weg. Zack. Endlich haben wir ihn. So, den anderen werden wir so besiegen. Nice. Was ist hier? Nichts, oder? Mal kurz gucken. Da unten ist, glaube ich, noch etwas. Ja, da ist eine Truhe. Ich will nicht sterben. Deswegen heilen wir uns mal. Ja, ein bisschen Schaden macht es schon. Aber nicht viel, wie ihr sehen könnt. Und sein Schild geht irgendwie nicht kaputt. Kann's vergessen. Wenn ich es so mache, funktioniert auch nicht. Digga! So kriege ich den nicht. Komm. Wenn ich jetzt wegen dem sterbe, ne, raste ich aus. Oh mein Gott, das war so knapp. Das war so knapp. Kann's niemand erzählen. Wertgegenstand erhalten. Amulettfassung. Erhöhe deine maximale Anzahl an Amuletten. Nice. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das nehmen wir gerne. Irgendwann werde ich 20 Amuletten haben. So, wir sind zurück. Hier war noch etwas gewesen. Ah, hier kommt man hoch. Stimmt. Das habe ich noch nicht geschafft gehabt. Wieso habe ich hier zwei Bilder? Lernt Kampffertigkeiten. Kann ich das löschen? Erinnerung löschen, zack, entfernen. Zack, Erinnerung löschen, entfernen, zack. Okay. Okay, das ist nur One-Shot. Das gefällt mir. Hier unten gibt es anscheinend etwas. Und hier oben. Aber hier hoch komme ich noch nicht. Nein. Schnell weg. Hier unten gibt es noch etwas. Wollen wir erstmal runter? Vielleicht ist es was Gutes. Man weiß ja nie. Hier. Boah, das war knapp. Ja, sieht gut aus.
Ist ein Kampf. Doch nicht. Glück gehabt. Prophezeiung. Der verlorene Sand der Zeit enthüllt die Prophezeiung. Okay. Neu. Nebenquest. Prophezeiung des Berges Kaff. Was ist das hier? Neues Amulett freigeschaltet. Erhöhe die Angriffskraft im Nahkampf ein wenig, solange du volle Gesundheit hast. Sehr nice Ding. Hier haben wir aber noch etwas. Ah. Das ist durch die Prophezeiung. Verstehe. Ich schalte es dann hier frei. Interessant. Ich habe ja hier 0 von 4, aber hier hatte ich ja 2 gehabt. Deswegen wurden hier 2 freigeschaltet. Jetzt verstehe ich es. Das ist interessant. Gefällt mir. Das gefällt mir. Hier unten haben wir noch einen Weg. Da gehen wir auch nochmal hin. Runter. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Schade. Da unten gibt es noch etwas. Ansonsten müssen wir wieder hoch. Lass uns erstmal ein bisschen looten. Würde ich mal sagen. Zack. Da war ich mal. Ah, hier kann ich auch nicht hin. Verstehe. Dann haben wir nichts mehr. Dann können wir eigentlich weitermachen. Ja. Hey, wie habe ich reingezoomt? Na egal. Ah, doch. Wie zoome ich jetzt wieder raus? Mit Shift. Und wieder zurück. Komme ich auch wieder hoch, oder? Nee. Wie komme ich denn wieder hoch? Ups. Haben wir jetzt verkackt, oder was? Ah, doch, es geht. So, weg mit uns. Aua. Ey, ich bin so unfassbar dumm. Ich bin echt unfassbar dumm. Wieso mache ich so einen Scheiß? Und wieso stirbt er nicht? Das macht echt wenig Schaden, ne? Komm, den töten wir. Bevor er uns fertig macht. Gut. Ab geht's. Ich vermute, dass wir jetzt gleich eine Sekunde, bevor ich das mache, ich vermute, dass wir hier eine neue Trainingseinheit haben. Das möchte ich jetzt einmal starten. Hallo, Sargon von den Unsterblichen. Fariba. Fariba wartet hier auf uns. Oh, bin im Desktop gelandet, sorry, Leute. Die Welt dreht sich nicht um dich, junger Mann. Das ist meine Maman Bosorg. Ich weiß, dass du von Zeit zu Zeit ihren Laden besuchen wollen wirst. Das stimmt allerdings. Wieso hast du ein Ausrufezeichen? Hinweis kaufen. Für was ist ein Hinweis? Die obere Zitadelle. Weißt du, wie man da... Natürlich weiß ich das. Ich komme aber für dich. Ist das vielleicht... Allerdings sehe ich deinen neuen Bogen. Im Westen kannst du die Statue der großen Göttin wieder... Das ist erleichtert. Die kaputte Statue. Ah, okay, verstehe. Man kann hier Hinweise kaufen, falls man nicht weiterkommt. Das machen wir natürlich nicht. Brauchen wir nicht. So, was kaufen wir bei dir? Alte Währung, das möchte ich einmal kaufen. Ich glaube, damit kann man Sachen leveln. Und Verbesserung können wir auch. Solcher Heiltrank wäre geil, oder? Machen wir. Ausrüstung verbessert. Zurück. Zurück. Schau mal, ich habe hier etwas freigeschaltet. Das war davor nicht so. Ich gehe aber erstmal zu diesem Typen hier. Da oben ist auch etwas. Prüfungen. Und? Ja, ich wusste es. Bogen. Machen wir. Machen wir. Der Bogen. Nicht meine erste Wahl. Aber ich habe Minoli. Ich kann seinen ungewöhnlichen Kampfstil nicht imitieren.
aber ich kann ihn in meinen einfließen lassen. Hm. Für manche Krieger steht ein... Beginnen wir mit den Grundlagen. Dem Bogen selbst. Okay. Einfach abschießen. Zack. Das ist fast zu leicht. Nicht verzaubert, aber nach langen Jahren der Kämpfe durchdrungen von Menolias Atra. Schieße einen Pfeil nach einem Spuk. Die Pfeile sind auch stark genug, um deine Gegner in die Luft zu... Aha, okay. Und du bist eine Luftkombo mit einem Fall, um länger in der Luft zu bleiben. Ah. Okay. Ich verstehe. Warte, ich muss erstmal kurz überlegen, wie das funktioniert. Warte. Ah, scheiße, warte. Nochmal, von vorne. Wieder falsch. Jetzt aber. Das ist cool. Das ist cool. Ah, zu oft. Noch ein Versuch. Zu langsam. Zu langsam. Wieder zu langsam. Ah, ich habe keine Pfeile, deswegen funktioniert es nicht. Jetzt aber. Ciao. Das ist ein guter. Was hat Minoli? Ich weiß noch, wie er das Chakram durch Paraden. Was war das gewesen? Ah. Alter, das ist ja richtig cool. Das ist richtig cool. Gut, dass wir das getestet haben. Du wirst ja langsam. Ich bin schon gut. Dankeschön. So. Belohnung erhalten. Also können wir wieder abziehen. Wir haben 228 Juwelen. Reicht uns aber nicht. Was ist da unten? Irgendwas ist da noch. Das sehe ich zum ersten Mal. Hier, oder? Oder ist es über mir? Nee, ist über mir. Was macht das? Interagieren. Hä? Muss Authentikarias Schmiede. Hi. Ein Sterblicher. Er sucht etwas, das sich außer Reichweite befindet. Sachen der Wimpchen, oder? Ich frage mich, wem du dienst. Du hast von mir gehört? Ich werfe einen Blick auf die Welt der Menschen, wenn ich es will. Ich bin Sargon. Ich diene Persien als einer der Unsterblichen. Unsterbliche, sagst du? Interessant. So, Unsterblicher. Du stehst vor einer wahren Unsterblichen. Kaheva, Göttin und Schmiedin der Götter. Ich habe ihre größten Waffen geschmiedet. Hast du auch für Sterbliche geschmiedet? Ich diente Sterblichen von Zeit zu Zeit. König Darius Schwert war eines meiner besten Werke. Wenige andere Sterbliche sind würdig. Ich wusste nicht, dass auf dem Berg Karf Götter und Göttinnen unter Menschen waren. So war es. Der Fluch veränderte alles. Einige Götter sind in andere Fäden des Schicksals verstanden. Aber ich verbleibe. Ich gehöre zu den Glücklichen. Oder meine Schmiede hat mich vor den Launen der Zeit beschützt. So oder so. Nichts fühlt sich mehr wie früher an. Würdest du wieder für einen Sterblichen schmieden? Für ein paar Zeitkristalle? Wisse, dass selbst im verzerrten Griff der Zeit ein sterbliches Leben... Was? Wie viele Kristalle brauche ich? Willkommen. Möchtest du etwas schmieden lassen? Was? Freigelegte Uralte machen? Schauen wir mal, was wir kaufen können. Arrais Fallkopf. Erhöht den Schaden durch Pfeile ein wenig. Berg damit verringende Stärke gegnerischer Nahkampfangriffe ein wenig. Sammle Zeitkristalle aus Distanz. Und man kann verbessern. Was? Schwertschaden erhöhen. Kleine Schadenserhöhung Bogen. Köcher. Erhöht die maximale Pfeilanzahl um 5 Segen. Erhöht die maximale Gesundheit moderat. 4 Königsterne. Alter.
Die ist ja richtig wichtig hier. Kann man ja so viel machen. So einmal zurück. Was ist das? Sterbliche hat je eine Schmiede wie die meine gesehen? Ich nicht. Aber meine Kling, Kais und Layla leisten mir treue Dienste. Diese Schmiede kanalisiert mein Atra durch Feuer und Hitze. Diese Energie formt die mächtigsten Waffen. Glaub mir, Sterbliche. Meine Schmiede spürt das Atra in allen Dingen. Wirst du es? Neue Quest an dem freigelegte Uralte machen, ja? Bei der Zerrüttung gingen viele Dinge verloren. Wir werden sehen, ob so eine Macht... Wenn du würdest... Oh, okay, ich muss dahin. Das ist eine Quest, die ich jetzt freigeschaltet habe und ich muss dahin irgendwann. Interessant. Okay, was gibt's hier noch? Wahrscheinlich nichts mehr, gell? Dahin komme ich nicht. Dann kaufen wir mal was bei dir, komm. Willkommen. Möchtest du etwas hast du? Kaufen. Was kaufen wir? Das hier? Nee. Was hast du noch so? Köcher. Ja, mir fehlt Geld. Ich kann nur das. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Komm, wir machen das. Zack. Geil. Ausrüstung verbessert. Richtig nice. Okay, mehr können wir nicht machen aktuell. Doch, das können wir nochmal. Sammeln Zeit, die Ausrüstung. Komm, let's go. Let's go. Okay, wir sind durch. Gut. Ja, ich würde sagen, wir sind damit durch. Ich glaube, wir sind auch mit der Folge durch. Im nächsten Video geht es natürlich weiter, Leute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten. Ciao, ciao.